Und im Rahmen Ihrer scheinbar nicht stattgefundenen Recherchen zu diesem Thema hätten Sie relativ schnell erkennen können, dass sich der Kreisverband Mönchengladbach bereits im Vorfeld dieser Veranstaltung am 01.02.2019 von eben dieser Bürgerwehr und dem, was sie da vorhat, distanziert hat, indem der Kreisverband, das können Sie auf Facebook nachlesen, ich kann es Ihnen gleich geben, ich habe es nämlich hier auf dem Handy, indem der Kreisverband klar gesagt hat, dass er solchen Schutz nicht braucht. Der Schutz unserer Partei und unserer Veranstaltung vor gewaltbereiten Antifa-Chaoten erledigt die Polizei und nicht irgendwelche Bürgerwehren, meine Damen und Herren. Und Herr Reul, wenn Sie sagen, dass die Benennung der Realität die Entstehung solcher Mischszenen aus Rechtsextremisten und Nichtextremisten begünstigt, dann kann ich Ihnen nur entgegenhalten, wer die Realität verleugnet und nicht benennen will, der begünstigt die Entstehung solcher Mischszenen, meine Damen und Herren. Und Herr Katsidis, bei allem Respekt, das Vertrauen in den Rechtsstaat ist bereits da erschüttert, wo beispielsweise in einer 50.000 Einwohnerstadt wie Bad Oeynhausen, meine Heimatstadt, die Polizeiwache aufgrund Personalmangels nachts geschlossen hat, wo in einem Flächenkreis wie dem Altkreis Lübbecke nachts zwei Polizeifahrzeuge unterwegs sind, die für die Sicherheit der Bürger sorgen sollen. Da können Sie mir doch nicht erzählen, dass das Vertrauen in den Rechtsstaat und in die Sicherheit stärkt, meine Damen und Herren, ganz sicher nicht. Aber auch wenn es um den Kampf gegen vermeintliche oder tatsächliche Rechtsextremisten geht, nehmen Sie es hier im Haus ja nicht allzu genau. Im Gegensatz zu uns gibt es für Sie nämlich gute und schlechte Rechtsextremisten. Man könnte fast meinen, Ihre Motive seien rassistisch, denn wenn es um türkische Rechtsextremisten geht, dann geben Sie sich nämlich gerne die Klinke in die Hand. Die Welt von vorgestern titelt, ich zitiere, CDU, SPD und Grüne zu Besuch bei türkischen Rechtsextremisten. Von einer tollen Begegnung faselt da zum Beispiel der SPD-Fraktionsvize Wolf in der rechtsextremen Moschee in Remscheid, die von den Grauen Wölfen betrieben wird. Und die Welt schreibt weiter, ich zitiere erneut, als Graue Wölfe bezeichnen sich die Anhänger der Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine. Sie werden vom Verfassungsschutz beobachtet und als rassistisch, extrem nationalistisch, antisemitisch eingestuft. Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz attestiert den Grauen Wölfen eine Ideologie, die vom Glauben an die Überlegenheit der türkischen Rasse und von Führerkult geprägt sei. Manche Anhänger schreckten auch nicht vor körperlicher Gewalt gegen Andersdenkende und Angehörige von Minderheiten zurück. Dennoch besuchten Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weitz, SPD, und Sven Wolf, der SPD-Fraktionsvize im Düsseldorfer Landtag, am vergangenen Donnerstag die Remscheider Ülki-Otschagi-Moschee. Auch das CDU-Stadtratsmitglied Ottmar Gebhardt erschien dort. Mehrere Gäste wollen vor Ort zudem einen Beigeordneten der Grünen gesehen haben. Zitat Ende. Was haben wir denn da? Ist das eine freundschaftliche Mischszene aus alten Parteien, also aus denen, die vorgeben, die einzigen Demokraten hier im Haus zu sein, sowie aus türkischen Rechtsextremisten und Islamisten? Aber ob das den Verfassungsschutz interessiert, besser gesagt interessieren darf, wo doch der Innenminister der CDU angehört? Also Herr Reul, wann lesen wir denn von diesen Mischszenen mal im nächsten Verfassungsschutzbericht? Das würde mich interessieren. Vielleicht kommt da ja mal was. Und Herr Wolf samt SPD-Fraktion, warum sind türkische Nazis eigentlich Ihre Freunde? Können Sie uns das mal erklären? Als AfD, Frau Aymaz, sind wir nicht nur gegen deutsche Neonazis, sondern auch gegen die türkischen Rassisten hier im Land. Und genau das ist es, was uns von Ihnen unterscheidet, Frau Aymaz, denn Sie haben da keine Berührungsängste. Herzlichen Dank.